Manche Künstler, die sprechen für sich selbst und dieser Herr, der spricht für ganze Generationen mittlerweile. Ein Dichter, die Stimme aller Generationen, der Rocklyriker des 20. Jahrhunderts. Na klar, die Rede ist von Bob Dylan. 1984 war es, da war ich mit Doro Pesch. Die kennt ihr auch alle, ne? Die blonde, wunderschöne Rockröhre. 1,59 Meter geballte Ladung Rock. Die waren dann im Studio One in New York, der Columbia Studios, und im Studio 2 war Bob Dylan. Und Doro brauchte eine Pause, und so hatte ich dann kurz mal eine Gelegenheit für 30 Minuten Bob Dylan etwas näher zu kommen. Wenn ich jetzt etwas erzähle, wie ich halt, würdest du immer die Stimmen von den Künstlern und den Akteuren übernehmen? Ja, das überrascht mich jetzt zwar etwas, aber... Das überrascht dich jeden Tag, ne? Also, Neil Dorfman sagte zu seinen beiden Technikern... Hey, listen, Jungs, ich habe wie immer null Ahnung, was Bob heute Abend aufnehmen will. Also, just take it like it is. Und dann 5 Minuten später stürmte Bob Dylan ins Studio, verbeulter Gitarrenkoffer, wirre Haare, schwarze Sonnenbrille, 2 Flaschen Beaujolais unterm Arm. Rannte er zur Bar gleich ins Aufnahmestudio, setzte sich ans Klavier, hämmerte 20 Minuten Film drauf rum. Und dann kam er zurück und zeigte nun an, nun wollte er aufnehmen. Nach einem Song sagte dann einer der Tontechniker zu Neil Dorfman: Hey Chef, das war doch nicht wirklich gut, oder? Das sollten wir nochmal machen, oder? Und Neil sagte: No, bei Dylan musst du nehmen, was du kriegst. Später dann irgendwann, als ein Titel dann fertig war, sagte er: Bob Dylan natürlich. Jetzt bin ich auch Bob Dylan. Du bist jetzt Bob Dylan, ja. Hi there. Hey you guys, did you check my song? Und wir alle im Regieraum nickten ganz begeistert. Me not. Lachte Bob Dylan, wurde dann aber auch gleich wieder ernst. Aber das ist dann schon ein seltener Moment, Bob Dylan mal lächeln zu sehen.